Mahlzeit Leute und hallo zu einer neuen Review. Ja, wie versprochen, jeden ersten und letzten Samstag im Monat gibt es andere Produkte zu sehen, außer Funko. Und zwar geht es weiter mit der Kotobukiya Bishushu Horror-Reihe, und zwar mit den Freddy. Und wie immer, nicht lange quatschen, gehen wir auf den Karton und auf die Figur ein. So, und da hätten wir den Karton. Dann hier oben Freddy vs. Jason, Horror Bishushu, Freddy Krueger, das Artwork, Kotobukiya. Drehen wir ihn auf der Seite. Hier nochmal das komplette Artwork von der Figur. Horror Bishushu Statue, Kotobukiya, Freddy vs. Jason. So, dasselbe wie bei der Jason-Figur. Freddy vs. Jason, hinten nochmal ein Sichtfenster. Dann hier nochmal ein Bild von der Figur schon mal. Hier unten haben wir einen Text, wie die Figuren zustande gekommen sind. Ich zeige ihn euch mal. Dann könnt ihr euch Pause drücken und ihn dann in Ruhe durchlesen. Wenn der Autofokus mal wieder funktionieren würde. Autofokus. Jawohl. So, wie gesagt, könnt ihr euch Pause drücken und den Text dann durchlesen. An der Seite dann nochmal ein paar Shots von der Figur, wie sie aussieht. Hier unten nochmal Artworks von den beiden Figuren. Und oben hatten wir ja bei der Jason, bei dem Jason-Karton hatten wir ja die Jason-Maske. Und hier haben wir jetzt halt die Kratzspuren von der Kralle von dem Freddy. Also wie gesagt, da haben sie sich richtig Gedanken gemacht, wie sie den Karton gestalten können, und ich finde es einfach nur gut. Aber gut, gucken wir uns mal die Figur jetzt genau an und zum Schluss zeige ich euch nochmal beide nebeneinander. So, da hätten wir das gute Stück in voller Pracht. Ich hole die mal näher ran und dann gehen wir mal auf Details ein. Da gibt es eine Kleinigkeit, die mich an der Figur ein bisschen stört, aber das zeige ich euch jetzt. So, fangen wir mal oben an. Und zwar sind das die Haare. Die sehen so ein bisschen durchsichtig aus. Also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, weil der Autofokus auch ein bisschen rumspackt. Da erkennt man, ne? Also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall ist das ein bisschen komisch. So, fangen wir mit dem Gesicht an. Machen wir ein bisschen näher Autofokus. Also, das Gesicht ist sehr gut gelungen, wie ich finde. Augen sind sehr gut bemalt, man sieht sogar die Wimpern. Der Mund ist wie bei der Jason-Figur auch so mit ein bisschen Lippenstift, mit Pinken. Die Krallen, da müsst ihr aufpassen, die sind ziemlich dünn. Wackeln auch, da müsst ihr dann aufpassen. Brechen sehr schnell ab. Zum Glück bei mir noch nicht passiert, so wie bei der Machete bei Jason. Dann hätten wir hier oben einmal... Ach, der Autofokus. So. Dann hätten wir hier oben einmal Kratzspuren, wahrscheinlich vom Kampf mit dem Jason. Natürlich hier für die männlichen Zuschauer die Boobs. Ein sehr schöner Bär, muss ich dazu sagen. Ja, das zerflatterte Hemd von Freddy natürlich, in grün und rot gehalten. Natürlich klassisch hier, die Hände sind auch sehr gut geworden. So, dann die Hotpants. Das ist auch ein sehr lustiges Teil, wie ich finde. Hier hinten sieht man das. Ah, die scheiß Lady-Lampe. Freddy vs. Jason als Label. Auch nicht schlecht. Was ich auch sehr gut finde an der Figur, ist die Netzstrumpfhose. Die kann man so ein bisschen hin und her bewegen. Das seht ihr jetzt auch gerade. Nur was ich leider schade finde, ist, das ist hier oben halt an diesen, nennt man das, Strumpfband festgemacht. Man kann das leider nicht hoch und runter schieben, so wie man das haben, oder ausziehen halt. Funktioniert nicht. Gut, drehen wir die mal um. Dann haben wir hier nochmal Kratzer und Blut auf dem Bein. Dann hier nochmal so eine längere Hose. Ein Strumpf, den kann man leider nicht runterziehen. Das ist Plastik, das ist feste. Und hier unten die Schuhe. Und unten haben wir halt auch wieder Magneten für das Podest. Magnet, Figur rausstellen, hält. Ja, dann hole ich mal die Jason-Figur und dann stellen wir die beiden mal nebeneinander und gucken uns das mal an, wie das dann ausschaut. So, und da hätten wir nochmal die beiden. Um nochmal auf die Größe einzugehen, das habe ich total vergessen im Video zu sagen. Die Freddy-Figur ist 21 cm groß. Und die Jason-Figur ist ca. 24 cm groß, wobei sie natürlich noch ein bisschen höher hier durch diesen Haarzipfel rausholt. Aber gut,
Ich drehe nochmal beide für euch, dann könnt ihr euch nochmal beide angucken. Also wie gesagt, ich finde die Figuren richtig gut gelungen, auch mit diesem Magnetpodest hier unten. Sind schon klasse Figuren. Und ich guck mal, ich wollte mir auch aus dieser Reihe noch die Cammy von Street Fighter holen, weil die sieht richtig nice aus, die Figur. Und die Shang-Li wollte ich mir holen. Also da könnt ihr dann auch mal drauf gespannt sein. Ich muss nur gucken, wo ich die dann herbekomme, weil jetzt in den Shops, wo ich regelmäßig gucke, sind die meistens immer ausverkauft. Und ja, ich hätte die schon gerne. Sind auf jeden Fall klasse Figuren mit sehr guten Details, wie ich finde. Okay. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. In 2 Wochen ist das, glaube ich, schon. Ich weiß es gar nicht, 2 oder 3 Wochen. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder mit anderen Figuren. Ich habe mir da schon was sehr, sehr Tolles rausgesucht. Ich hoffe, dass ich die Figuren auch noch bekomme, weil die sind auch sehr gefragt. Gerade, was heißt sehr gefragt? Aber sind sehr beliebt und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!